Da starten wir eine neue Aufnahmesession von Kater und wir begeben uns am besten gleich zu den Questgebern. Knut! Willkommen in Frisktorp, oh mein Gott. In dem letzten Halt vor dem großen nördlichen Ödland und der Pforte zum Krater. Gibt es Neuigkeiten über die Langstreckenkarawane? Wir suchen nach einer Frau namens Emma. Ihr habt es noch nicht gehört, die Karawane wurde ein paar Stunden den Weg runter von Menschenräubern angegriffen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Das sieht auch so aus, als ob ihr auf dem Weg dorthin seid, um das, was von ihr übrig ist, zu bergen und jeden gottverdammten Psycho-Ödland-Abschaum umzubringen, der dumm genug ist, dort noch rumzuhängen. Haben es irgendwelche Überlebenden hierher geschafft? Nein, aber unser Speer berichten, dass es immer noch Überlebende gibt, die am Ort des Kampfes durchzuhalten versuchen. Wie ich gesagt habe, wir können immer die eine oder andere helfende Hand bei der Bestrafung einiger Menschenräuber brauchen. Ihr wollt also zur Karawane reisen? Augenblick, wir müssen uns erst um ein paar Sachen kümmern. Ja, gehen wir. Gut, da sind wir schon. Sucht nach Informationen über Emmas Verbleib. Nun, keine Zeichen von den Menschenräubern. Zu schade. Ich wünschte, wir hätten ein paar von diesen Bastarden in den Sack stecken können. Möchtet ihr zurück nach Frisktorp reisen? Ja, gehen wir weiter. Hey! Okay. Kann ich nochmal dahin? Roger! Ich schätze, ihr gehört zur Kavallerie. Die Menschenräuber sind schon lange weg. Alles, was wir jetzt noch zu tun haben, ist, diese Wagen wieder zu vollen zu kriegen. Wir suchen nach einer Frau namens Emma Bennigsen. Hast du sie gesehen? Ja, sie war bei der Gruppe, die den Pfad hinter mir entlang geflohen ist, aber ich bezweifle, dass ihr sie lebend finden werdet. Der Pfad endet an den Pestanger-Höhlen. Meinst du damit, dass die Höhlen gefährlicher sind als die Menschenräuber, von denen sie gejagt wurde? Oh, definitiv. In den Pestanger-Höhlen spukt es. Ich würde lieber jeden Tag Banditen begegnen. Die sind zumindest menschlich, bis zu einem gewissen Grad. Okay, wir sollen also diese tollen Höhlen betreten, die hinter uns liegen. Oder vor uns liegen. Wie schaffen sie es eigentlich, die Wohnwagen zu betreiben? Mit Pferden oder was? Dann gehen wir mal da rein. Ihr, die ihr eintretet, habt 8. Okay. Gefahrenstufe 7. Da bin ich ja mal gespannt, wie gut wir hier zurechtkommen. Einen Kühlschrank, den hole ich mir natürlich. Da. Lalalala. Oh, wir kriegen ganz schnell einen auf den Deckel insgesamt. Was soll das eigentlich sein? Knochen? Verdammt, hier ist wieder eine Sackgasse, aber wenigstens ein Kühlschrank. Und einmal nach unten, bitte. Ich meine, wenn ich in diese Höhlen fliehen würde,
erstens, wie sind die da durch diese Gegner gekommen? Beziehungsweise sind das jetzt noch diese Überfallleute, was ich nicht glaube. Und wenn sie schon hier durchgekommen sind, dann merken sie doch, dass es gefährlich ist. Dann bleibe ich doch eher am Anfang der Höhle, als immer weiter reinzurennen, oder nicht? So, gehen wir mal nach hier unten. Oh, wieso greift er denn jetzt nicht an? Nein, 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 verdammt. Ich wollte doch bloß an den Kühlschrank. Hat sich nicht gelohnt. Mal gucken, wie viel Level wir ja eigentlich haben. Und tschüss. So, das haben wir. Das auch. Wie viel Kohle haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Na, knapp 31.000. Wir haben schon wieder volles Inventar fast. Ich hoffe, hier ist irgendwo noch eine Händlerebene. So, hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Wieso sind wir eigentlich schon Level 3? Müssten wir nicht eigentlich Level 2 erst gewesen sein? Oder war Level 1 schon die Karawanenoberfläche? Jetzt ist es ja eigentlich recht einfach. Ich hoffe bloß, dass da nicht wieder so ein Fettklops am Ende wartet. Dann wird es wieder ein bisschen düster.
Nein, verdammt. Die lassen wir hier. Echt flüssig das Ganze momentan. Keine Probleme mit Sterben oder so. Gehen wir mal hier oben weiter. Irgendwo muss doch jetzt mal wieder ein Fahrstuhl in der Nähe sein. So, das brauche ich nicht. So, oh, eine 15-2er Bruiser-Waffe, die sollte ich vielleicht mal einstecken, vorsichtshalber. Oh, das ist wieder so ein großes Vieh. Oh oh, der macht uns aber gut fertig. Zum Glück ist er etwas lahmarschiger. Oh oh. Vielleicht hätte ich nicht wegrennen sollen. Das wird nicht. Ich renn weg. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wieder ein langer Ladebildschirm. Das heißt, wir landen wieder in dem Ort. Vielleicht sollte ich die Hauptquest dann doch noch außen vor lassen. Oh, jetzt hakt aber etwas mit der Framerate hier. So, erstmal heilen lassen. Aber wahrscheinlich der Onkel Doktor arbeitet einfach nicht hier. Das ist ungünstig. Wie seid ihr hierher gekommen? Seid ihr den verrückten Bergsteigerpfad gegangen? Ich glaube nicht, warum? Ich weiß nicht, wovon sprichst du? Wer bist du? Ich bin nur ein besorgter Bürger von Fristtorp. Ich vermute, ihr hattet einfach Glück, dass ihr den Ödlandbewohnern nicht begegnet seid, die die Kontrolle über den normalen Weg nach Fristtorp übernommen haben. Sie belästigen Reisende und fordern Zahlungen, um sie hier passieren zu lassen. Der Handel leidet enorm darunter und wir haben seit Wochen keine Medikamentenlieferung erhalten. Aha. Deswegen das mit dem Doktor. Wir haben niemanden auf unserem Weg hierher gesehen. Nein, wir sind ihnen nicht begegnet. Wir sind ihnen begegnet, aber so hart waren sie nicht. Oh, gut für euch, wie auch immer. Ihr seht aus wie ein fähiger Trupp. Werte bereich, um euch dieses Ödland-Problems gegen eine Belohnung anzunehmen. Na klar. Großartig, wir haben vor kurzem den Eingang zu ihrem Versteck. Verdammt, wieder ein Dungeon. Den verdammten Bienenstock gefunden. Es ist nicht weit von hier, direkt unterhalb des Plateaus. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Gehe dorthin und töte den Anführer des Abschaums, um seine schurkische Tyrannei zu beenden. Sein Name ist Gredo und du wirst ihn in den unteren Ebenen des verdammten Bienenstocks finden. Also wieder so ein verdammter Boss.
gucken wir mal, was wir dann in der nächsten Folge machen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.